Hallo und willkommen zurück hier bei Sons of the Forest in unserem kleinen, keine Ahnung, Druckerbunker. Und ja, das Schöne ist, wenn du halt wieder herkommst, gibt's erstmal Loot. Loot ist gut. Also greifen wir mal kräftig zu, bevor wir dann erstmal, keine Ahnung, vielleicht sterben. Ich weiß nicht, was uns erwartet. Aber da hinten, sieht es auf jeden Fall nicht so gemütlich aus. Und daher würde ich sagen, try it, oder? 249, wir können uns nichts ausdrucken, oder? Kann das sein? Trinkflasche haben wir. Maske. Die Enterhaken. Tech-Mesh. Brauchen wir 250. Okay, was haben wir? Ein Haufen Batterien. Batterien haben wir ohne Ende. Hunger? Dann sollten wir vielleicht was essen. Das ist rotten. Okay. Das war jetzt vielleicht nicht so gut. Egal. Das heißt, wir können das Gepflogen wegschmeißen. Okay. Es vergammelt aber echt schnell. So. Ach komm, gönnen wir uns noch Energy. Einer geht noch. So, jetzt gucken wir mal kurz ausrüstungstechnisch. Kleingeld haben wir immer noch nicht. Wir können uns keine Bomben bauen. Okay. Die taktische Axt ist auf 1. Pistole ist auf 2. Schleuder ist auf 5. Wir haben einen Molly, ist auf 4. Okay. Sprengstoff oder so können wir uns nicht gönnen. Ah, gut. Okay. Dann würde ich sagen, auf zum Sterben. Da gab es auf jeden Fall eine geile Sektparty. Na dann. Hello. Here I am, once again. Da, es ist Zeit, viel Zeit zum Sterben. Ja, das letzte Mal bin ich ja hier erst einmal dezent auf die Seite gegangen. Ich mir dachte so, nö, muss ich mir jetzt nicht gönnen, aber ich, Alter, was ist denn das für eine Geräuschkulisse hier? Wir kommen ja nicht dran vorbei, ne? Wir müssen hier mal gucken. Eine Armbanduhr. Date. Correspondence Theories. Okay. Dann schauen wir mal. Ein Täschchen. Och, ein Täschchen so für den Wald. Nehme ich gerne. Okay, wir kommen nicht rein. Eine Klasse. Habe ich mir umsonst in die Hosen gemacht. Ist aber auch schön gemacht, ne, mit diesem hier verschleierter Zugang. Diese Geräuschkulisse hier, also du glaubst irgendwas, ein Geier hier rum. Da ist auch bestimmt irgendwas hier. Hundertprozentig. Dafür werde ich meinen Arsch dafür. Aber im Moment haben wir noch Glück. Was natürlich auf jeden Fall sehr angenehm ist. Aber. Oh. Wie sehr willst du dich erschrecken? Ja. Okay. Weil der Übergang hier von Höhle in Bunker, das ist so mal richtig gut gemacht. So, ist es hell oder ist dunkel? Dunkel? Dunkel gefällt mir gar nicht. Können wir pennen? Nee, können wir nicht. Da siehst halt alles. Okay, wir gehen noch mal kurz rein. Schauen wir mal, ob wir hell machen können. Tagsüber sieht man einfach mehr. Wir brauchen einfach unbedingt Loot. Wir stehen ja eigentlich relativ gut da. Jetzt müssen wir mal was aufbauen. Wir haben ja da ein Bettchen. Ja, von daher.
Okay. Nice, danke. Pennen kann ich nicht, nur super. Ich mag jetzt aber nicht, dass ich im Dunkeln umherlaufen. Das ist halt mal richtig kacke. Aber gut, dann müssen wir halt. Vielleicht haben wir ja Glück und es wird bald hell. Okay, wir sind hier. Alter, Kelvin, bist du das? Siehst halt hier fast gar nichts. Ja, es ist Kelvin. Alter, Kelvin, du hast zu arbeiten. Da huscht was durch die Wälder. Okay. Dann gehen wir mal auf jeden Fall Richtung Base. Ich weiß auf jeden Fall, weil ich mit Kollegen schon im Duo, also Multi, ein bisschen gezockt habe, dass wir am Strand, also am anderen Strand, die Möglichkeit haben, ein bisschen an eine schöne Waffe zu kommen. Das wäre mein heutiges Ziel dann, dass wir da bauen, dass wir da diese schöne Waffe, die uns auf jeden Fall helfen wird, kriegen werden. Das wäre mein Tagesziel. Dazwischen halt noch ein bisschen Loot und eine Möglichkeit, vielleicht die eine oder andere Höhle noch mitnehmen. Das wäre natürlich super geil. Aber tagsüber ist es auf jeden Fall deutlich angenehmer. Will jetzt noch nicht so viel Licht machen, weil das Problem ist, wenn du Fackeln anmachst und so weiter, dann generierst du Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit, nichts gegen Aufmerksamkeit. Aber ist, glaube ich, in der aktuellen Lage, wo wir uns noch nicht so geil wehren können, nicht so gut. So. Ist hier unser Haus? Ja, müsste hier irgendwo sein. Ja, da vorne ist es. Aber ich werde trotzdem immer noch nicht pennen können, ne? Ah. Schauen wir mal. Vielleicht haben wir Glück. Ich meine, wir haben uns zwei Dosen Energy reingeknallt. Also, so richtig müde werden wir nicht sein. Nee. Aber das Schöne ist, wir könnten das Haus hier jetzt ein bisschen bearbeiten. Das ist schon mal geil. Wir uns hier ein Fenster reinknallen. So, ist schon mal ganz geil. Okay, dann lass mal gucken auf die Karte. Genau, da drüben, wo ihr die Höhle am Strand seht, da müssten wir rüberlatschen. Kelvin latscht aktuell darum. Wir waren jetzt hier. Das heißt, wenn wir darüber laufen, könnten wir da an dem großen See zu diesem pulsierenden Punkt kommen. Das wäre ganz gut. Und dann von da aus quasi rüber Richtung Höhle und da drüben an dem Strand, wenn wir da entlang laufen, da gibt's eine schöne Waffe. Und Möwen, Möwen sind auch hier. Wisst ihr, wir brauchen auf jeden Fall Dings. Dings sage ich, genau. Dings ist immer so eine geile Begründung. Dings ist so das Multitool für alles. Okay, aber es scheint hell zu werden, oder? Ja, Sonnenaufgang. Na, perfekt. Und dann? Kelvin, bist du hier? Kelvin ist irgendwo da hinten. Kelvin, du hast zu arbeiten. Wäre schön, wenn du herkommen würdest. Dann könntest du nämlich in der Zwischenzeit hier ein bisschen was machen. Ach Gott. Fähiges Personal ist einfach so schwer zu finden. So, Kelvin. Kelvin? Was tust du hier? Wo bist du?
Irgendwo hier musst du sein. Da bist du. Folge mir. Komm mit. Okay. Na komm. Geh mal heim. Sollst was tun. Da können wir nämlich, wenn er jetzt fleißig ist, während wir unterwegs sind, vielleicht noch das eine oder andere schnappen. So, komm mal her hier. Kevin? Kevin? Komm mal her hier. So, mein Junge. So. Bleibe hier, mache Pause, beseitige an dem Gegenstand. Hol. Klemme und reinlassen. Nee. Kann der nicht mehr, kann der nicht Holz fällen? Mach Pause, bleib hier, baue Feuer. Okay, du solltest eigentlich arbeiten, aber gut. Baue Unterschlupf, Feuer, Unterschlupf, Feuer. Dann. Hol. Stämme fallen lassen. Mal gucken. Vielleicht gibt es hier irgendwas zu tun für dich. Okay? Gut. Viel Spaß dabei. Ich bin mal unterwegs. Und bevor wir jetzt darüber gehen, können wir uns noch unsere Money Attach. Machen wir mal hier auf 9. Machen wir nämlich schon unser Fläschchen voll. Erstmal was trinken. Und dann muss ich die Flasche natürlich rentieren. Wir haben uns 100 Druckerharz gekostet, hallo. So, perfekt. Okay, dann auf geht's. Schade, dass wir da hinten nicht reinkamen. Ich meine, da wird irgendwas Geiles dran sein, weil umsonst ist es nicht abgeschlossen. Ich hätte noch schnell hintergehen zur Disco-Stu. Hintergehen können zur Disco-Stu. Mein Deutsch ist wieder on point. Aber gut. Weil da hätte es noch ein paar Dosen Energy gegeben. Aber egal, wir haben Wasser. Wasser ist auch gesund, Wasser ist geil. Wasser ist Leben. Wie es so schön heißt. Was ist das? Ein Boot. Ein Seil nehmen wir mit. Sonst irgendwas hier? Schwimmweste? Nö. Gibt es hier irgendwas? Der schmatzt so schön, der Boden. Okay, steinmäßig sind wir erstmal ausgerastet. Ausgelastet. Ausgerastet, ja. Was ist das eigentlich hier? Habt ihr irgendwie eine Sonnenwendenfeier oder sowas? Ich meine, wir hatten jetzt Sommerwechsel. Apropos Sommerwechsel, perfekter Übergang. Ja. Themenmäßig. Was ist das? Bambi? Bambi. Das ist ein Update, kam ja raus. Und keine Ahnung, was uns erwartet. Ich habe nur gehört, storymäßig muss sich einiges erweitert haben. Und es muss wohl auch ein neuer Bossgegner erschienen sein. Das ist natürlich auf jeden Fall mal ein interessanter Punkt, den ich aktuell noch nicht ausreizen will, weil ich einfach waffentechnisch und rüstungstechnisch noch ziemlich kacke unterwegs bin. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass wir ihn bald unweigerlich treffen werden. Und daher freut euch. Ich freue mich so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, wie sehr ich mich freue, aber ein bisschen happy bin ich schon. Ich meine, ich mag das Spiel, das ist gut gemacht. Und die Entwicklung ist natürlich aufwendig. Aber geil. So. Samen, nice. Kann man irgendwann mal, wenn Kelvin da mal ein bisschen auf den Tisch haut, unsere Base so ein bisschen ausbauen. Und noch einen Stock mit. Noch einen Stock mit. So. Mitnehmen, was geht.
So, da oben rechts ist dann das Ding. Schauen wir mal, ob wir an einem Lager vorbeikommen. Den Einheimischen ein bisschen quatschen. Ne? Eichhörnchen. Ja, dann irgendwann wieder zurück sind, müssen wir noch mal kurz bei den Schildkröten vorbeischauen. Weil diese natürlich Igitt-Spinnewebe. Eine gute Fleischquelle. Und es gibt auch einen Fleischstörstand. Also, da kannst du das Fleisch aufhängen zum Trocknen. Dann verrottet es nicht so schnell. Heidelbeeren, immer gut. Noch hier irgendwo. Noch ein bisschen vor. Was ist hier los? Höhle. Geht's dir gut? Ne, denen geht's nicht so gut. Okay. Was willst du? Willst du mich ärgern oder? Okay. Du tust mir nichts, ich tu dir nichts, alles tutti. Greifst du mich an, muss ich dich leider umhauen. Okay, gut zu wissen, dass da eine Höhle ist. Sehr schön. Das heißt, die werden wir auf jeden Fall auch noch erkunden. Aber ich möchte jetzt erstmal an den Strand rüber. Und schauen, dass wir da noch den Loot einsacken. Und da gibt es auf jeden Fall eine schöne Waffe, die uns ein bisschen Support bringt. Also ein bisschen mehr Durchschlagskraft hat. Natürlich schauen, was es noch so an tollen Sachen da drüben gibt. Vor allem Münzen wäre geil. Wenn wir uns mal ein paar Bömmchen bauen. Oder ein bisschen mehr Wodka. Erstens für unsere Strandparty hinten. Ne, mit Disco-Stu. Und dann könnten wir auch noch vielleicht ein paar Mollys machen. Ich denke mal, dass die uns doch irgendwie helfen könnten. Und das wäre natürlich auf jeden Fall nice. Ja. Dann in der Zwischenzeit mal eine kurze Frage. Wie gefällt euch die Videolänge? Ist das okay für euch? 25 Minütchen plus minus. Ich denke, das ist eine relativ angenehme Zeit, aber wenn ihr sagt, hey, scheiß nein, 10 Minuten länger, gerne. Ja, aber es liegt halt einfach an euch. Ich weiß, Zeit ist ein seltenes Gut. Zeit ist manchmal auch schwierig aufzubringen. Von daher dachte ich, 20 Minütchen, das sollte eigentlich okay sein. Wenn ihr sagt zu lang, okay. Wenn ihr sagt zu kurz, auch okay. Wir finden da eine Lösung. Einfach mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich höre mir da eure Ideen immer gerne an. So. Schön wäre es, wenn die Ausdauer mal ein bisschen hoch geht hier. Der ist ausdauertechnisch, ist er schon. Okay, er hat Hunger. Wenn er Hunger hat, dann ist er eher ein wenig schwächer unterwegs. Haben wir irgendwas? Also richtig satt machen die halt nicht, ne? Die stillen eher den Durst. Dann hauen wir mal das rein. Jo, das sieht gut aus. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Bauer. Agathe Bauer. Was? So. Einmal da. Bei der Höhle gibt es ein bisschen was. Und dann müssen wir darüber. Aber erst gehen wir mal daher. Und das ist ja einer der möglichen Spawnpunkte. Ich hatte halt das große Glück, in den Bergen oben an Land oder
ans Licht der Welt zu kommen, irgendwie so. Ich weiß, dass es hier in der im Anfangsbereich was Lustiges gibt. Also ein paar interessante Sachen. Die holen wir uns schnell. Und dann gehen wir auch erstmal wieder raus. Und sowas wie Fackeln. Sauerstoffflasche. Ein Schädel. Na, Licht lass mal an. Ist schön, wenn die Stromkosten gezahlt sind. So, das noch. Zeitungsausschnitt. Off Court Outbound Sahara Therapeutics for Remote Island. Okay. Gut, das reicht mir erst einmal. Wollte die paar Sachen haben. Reicht mir komplett. Die Höhle werden wir uns auf jeden Fall auch zu Gemüte führen. Aber jetzt erst einmal hier die guten Sachen, die relativ einfach zu erreichen sind, einzacken. Gibt's hier irgendwas? Ah, es gibt alles oben jetzt in den Bergen, ne? Ja, klar. Klar, weil nicht Spawnpunkt. Danke. Was sind die Möwen an diesem Ort der Insel ein bisschen doof. Ja, der hockt einfach da und schaut zu, wie ich seinen Kollegen hier so. Komm her. Ja, und ich treffe ihn nicht einmal, weißt du? So. Okay, also Möwen kriegt man hier an dem Inselteil auf jeden Fall leichter. Gut zu wissen. So. Danke. Das reicht mir. Drei Fleisch. Bin zufrieden. Gut, dann gehen wir darüber. Ich glaube, da hinten war auch noch was. Jetzt gehen wir erstmal rüber. Wir müssen komplett darüber. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir laufen jetzt kurz außen rum. Oder wir schwimmen kurz durchs Wasser. Ich bin verlaufen. Laufen ist gesund. Und dann können wir uns noch ein bisschen die Gegend angucken. Vielleicht treffen wir ja auf ein paar Freunde. Ja, auf ein Käffchen. Oh, man weiß nie. Und am Strand findest du ab und zu halt einmal auch schöne Sachen. Und manchmal hast du wirklich Glück und dann sagt der Strand so: Hey, guck mal, was ich hier für dich habe. Entschuldigung. Das lohnt sich dann schon immer wieder mal am Strand hier vorbeizugucken. Also allgemein an den Stränden. Weil dieses Treibgut, was hier manchmal rumkommt, da sind schon gute Sachen dabei. So. Ist auf jeden Fall angenehm ruhig. Also eigentlich könnte man es hier schon gut aushalten. Ne? Kannst du hier. So, auf der Höhe hier, da hinten, ein Häuschen hinzimmern, ne? Jetzt auf jeden Fall den Strand nicht ganz so nah. Perfekt. Lecker. Das sieht jetzt nicht so gesund aus. Oh, da hatte jemand Hunger. Da hatte jemand Hunger. Lecker, lecker, lecker. Lecker, ist die Frage, wer war das? Das ist die Frage aller Fragen, die kann ich leider nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Oh, ein Seil. Das nehmen wir natürlich mit. Seile sind wichtig. Ah, apropos, wir können uns doch so eine Schädelkeule machen, oder? Wir haben doch so einen Schädel eingesackt. So, genau. Handgefertigte Keule. Und so ein Seil. Die ist nämlich auch schon mal ein bisschen geiler. So, die machen wir uns auf 3. Die hat nämlich ein bisschen mehr Schaden und alles.
Nichts gegen die kleine Axt, die ist super. Aber die Keule ist eine ganze Ecke besser. Damit kannst du ja keinen Baum fällen, aber gut. Das ist nicht so schlimm. Damit kann ich warten. Mit Glück macht unser Kelvin. Wenn ich Pech habe, muss ich das auch noch übernehmen. Aber gibt Schlimmeres. Wir werden uns auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen mal ein bisschen schön gemütlich einrichten mit einem größeren Haus, wo wir ein bisschen Bewegungsfreiheit haben. Aber jetzt gilt erstmal das Ding Loot, Loot, Loot. Braucht jemand einen Motor? Brumm, brumm. Da wollte ich. La Machetta. Yummy, yummy, yummy. Die ist nämlich noch eine ganze Ecke besser. Und deswegen machen wir die mal auf 4. Muss das alles wieder umstellen. Jetzt ist der nämlich auf 5. Dieser weiterhin auf 2. Wie viel Munition habe ich eigentlich? 25 Schuss ist jetzt nicht die Welt, aber vielleicht haben wir Glück und wir finden noch irgendwas. Hier lohnt es sich auch immer wieder vorbeizukommen. Ist das ein Holz oder ist das ein Bein? Vielleicht auch ein Holzbein. Wer weiß. Na, Munition ist doch gut. Und hier gibt es auch ein bisschen Tütensuppe. Wir könnten pennen. Okay. Batterien haben wir genug? Was? Zu viel Batterien? Kenne ich gar nicht. So, was gibt es hier noch? Leuchtfackeln, immer gut. So. Schrotflintenaufsatz. Ja, holla, die Waldfee. Nice. Hat sich auf jeden Fall schon mal deutlich gelohnt. Gut, dann würde ich sagen, was sagt denn unser Munitionsdepot? 2 Granaten, bisschen Pistole, Machete. Ja, dann lohnt sich das Ganze auf jeden Fall. Dann könnten wir vielleicht sogar noch die Höhle da hinten erkunden. Aber die Machete war mir einfach wichtig. Weil Machete macht Schaden. Machete kills, der Titel vom Film, der stimmt einfach. Ja, die Machete, die haut gut rein. Gut, in diesem Sinne, wie gesagt, sagt mir gerne, ob die Länge so für euch passt. Ich schaue immer so, dass ich so 25 Minuten hinbekomme, plus minus. Wenn ihr gerne ein paar Minuten länger haben wollt, einfach reinschreiben, kein Thema. Ansonsten, nächste Folge, die Höhle da hinten. Und dann freut euch. Demnächst gibt es auch noch ein bisschen kleiner Bausimulator hier. Gut. Bis dahin, nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Abo lassen. Gerne die Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Gerne auch auf den anderen Videos vorbeischauen. Und ja, das war's. Na, Like nicht vergessen. Das wäre super. Das wäre top. Das wäre mega. Bis dahin, reingehauen. Ciao.